Klaus, herzlich willkommen erneut im Europaparlament. Ja, freut mich. Wir standen vor ungefähr einem Jahr hier und haben für SOS Mediterranee, für das Projekt geworben, dass wir Geld brauchen. Es hat sich viel getan. Ich war selber auf Lampedusa, als ihr losgelegt habt, zum ersten Mal, zum ersten Einsatz. Und erzähl einfach, was ist in den letzten Monaten alles geschehen? Ja, wir haben also vor einem Jahr das Schiff noch nicht gehabt. Wir haben Ende des Jahres die Charter der Aquarius abschließen können. Wir sind Ende Februar aus Lampedusa losgefahren und haben seitdem wöchentlich viele, viele Menschen gerettet. In den letzten 8 Monaten von Ende Februar bis jetzt haben wir über 4.600 Menschen retten können. Darüber hinaus haben wir noch mehr als 2.000 Menschen zusätzlich an Bord genommen von anderen Rettungsschiffen, sodass wir 7.000 Menschen sicher nach Italien bringen konnten. Ihr macht unglaubliche Arbeit, da wo die Politik versagt, die Nationalstaaten, da füllt glücklicherweise Zivilgesellschaft eine Lücke, beziehungsweise nicht nur eine Lücke, sondern macht darauf aufmerksam, und zwar einfach durch die Taten. Was schön ist, dass es nicht nur ein deutsches Projekt ist, sondern ihr seid in einem europäischen Verbund mittlerweile unterwegs. In welchen Ländern gibt es schon SOS Mediterranee-Gruppen und wie sieht das aus? Welche Aktivitäten passieren dort? SOS Mediterranee ist in Deutschland, in Frankreich und in Italien gegründet. Wir haben starke Unterstützung aus diesen 3 Ländern, aber darüber hinaus aus Griechenland, aus Spanien. Wir sind dabei, ein SOS Mediterranee Dänemark und ein SOS Mediterranee in Polen vorzubereiten. Diese Dinge brauchen Zeit, aber wir spüren auch in diesen Ländern starke Unterstützung und wir merken, dass in ganz Europa der Wunsch sehr, sehr groß ist, in diesem Mittelmeer die Menschen nicht mehr sterben zu lassen. Wir haben die Situation gehabt, du bist nicht nur im Europaparlament, um zu berichten, was nach einem Jahr passiert ist, sondern über die Böll-Stiftung, über Sven Giegold gab es einen Vorschlag für den European Citizens Prize. Das ist ein europäischer Bürgerpreis für tolles Engagement. Der Preis wurde gestern vergeben. Herzlichen Glückwunsch dafür für SOS Mediterranee. Das Ziel ist jetzt, was wir im Europaparlament haben, Abgeordnete zu finden, die mit 300 Euro im Jahr sich dafür mit einbringen, SOS Mediterranee zu unterstützen. Wir bilden einen Parlamentarierkreis und die Möglichkeit besteht, das Logo von SOS Mediterranee mit auf die Website zu bringen. Wir brauchen die überparteiliche Unterstützung auch in Ländern von Abgeordneten, wo die Parteien, aber auch die Regierung ihrerseits weder eine europäische Migrationspolitik noch humanitäre Seenot bis jetzt unterstützen. Und von daher war es ein Moment heute Morgen, wir hatten ein Frühstück bereits gehabt. Was waren deine Erfahrungen aus den Gesprächen, die du jetzt die letzten 2 Tage hier im Europaparlament hattest? Ja, ich habe gelernt, dass die Menschen sehr stark geprägt sind von den Fotos und den Bildern, die sie im Fernsehen und in den Medien sehen. Aber wenn sie einen persönlichen Bericht hören, ganz direkt von Bord, oder wenn sie selber mitfahren würden und selbst erleben, was dort auf dem Rettungsschiff passiert, was wir täglich erleben auf dem Schiff, dann ändert das noch einmal etwas. Wir müssen diese Geschichten erzählen und weitertragen, die Geschichten auch der vielen Geflüchteten, die wir retten konnten. Wir bemühen uns, das zu tun. Wir sind nur wenige, aber wir machen weiter und wir hoffen, dass wir mehr werden und das noch weitertragen können. Ja. Ich hoffe auch, dass wir mehrere Abgeordnete finden, die zu diesem Parlamentarierkreis sich dazugesellen werden und gleichzeitig hoffe ich, dass wir bald wieder berichten können, was es an neuen Entwicklungen gibt. Unser gemeinsames Ziel muss es sein, das Mittelmeer nicht als Flüchtlingssituation und als Rettungssituation zu haben, sondern du hast es heute Morgen so schön gesagt, so wie die Nordsee eine zivile Seesituation ist, so brauchen wir auch das Mittelmeer, was es ja über viele Jahrhunderte auch war. Da müssen wir wieder zurückkommen. Das heißt, Politik muss auch in Entwicklungspolitik, in anderen Feldern Nordafrika, der Handelspolitik gegenüber Afrika sehr viel mehr tun und das ist unsere Hausarbeit auch hier. Insofern herzlichen Dank, dass du gekommen bist. Alles Gute an die Teams und ich freue mich, dass wir mit dir und den Teams zusammen auch mit den anderen nationalen Initiativen hier noch mehr informieren, damit die europäische Öffentlichkeit sich dieses Themas verstärkt annimmt. Herzlichen Dank. Danke, Arne.